Moin meine Damen und Herren, damit recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich bin glücklich, denn ich habe tatsächlich die Karte Hamburg-Harburg zum Laufen gekriegt. Man glaubt es nicht, es ist aber so. Ja, wie ich das geschafft habe, lange Geschichte, macht auch überhaupt keinen Sinn, sie zu erzählen. Ja, und da habe ich mir gedacht, das können wir doch mal feiern. Deshalb, Mann, warum läufst du jetzt durchs Bild? Ja, wir fahren hier mit einem C2 Solo, ja, Wagen 1737. Der ist tatsächlich auf dem Betriebshof Harburg stationiert. Habe ich extra gegoogelt, ist nämlich so. Und ja, den fahren wir heute. Wir fahren die Linie 142 zum Bahnhof Harburg. Und ja, ich würde sagen, wir hüpfen mal rein und schmeißen die Karre an. Ja, hier das muss man noch überarbeiten, ne? Also, dass da RVB draufsteht, das geht natürlich gar nicht, aber das überarbeite ich noch. So, erstmal melden wir uns hier an. Ich kann noch mal ein bisschen lauter machen. Hört man vielleicht noch was? So. Das müsste jetzt auch ändern, genau. 142 nach Bahnhof Harburg. Sehr schön. 17 Grad haben wir. Draußen haben wir 12, dann machen wir mal ein bisschen an. So. Ja, ich hatte ja eigentlich auch morgen, also am Samstag, einen Livestream geplant. Jedoch hat ja Halicon das Add-on mal wieder verschoben auf den 31.05. Also, ja, ne? Mein ja nur. Oh. Hallo. So, hier die. Das ist eklig, mach mal so. Einmal Großbereich, wo gerne. Och du Gott, das ist hier ganz anders. Das ist nicht so wie auf Hafen City. Haben wir hier? Ne, haben wir nicht. Guten Tag. Einmal den Nahbereich bitte. Das sind halt noch diese Hamburg-Stimmen. Ich finde die ha Hamburg-Stimmen finde ich irgendwie komisch. Also die Hamburg-Tag- und Nacht-Stimmen. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Moin, moin. Guten Moin. Tag, ich hätte gerne einmal Großbereich. Also ich hoffe natürlich, dass es jetzt immer noch funktioniert. Vorhin, als ich hier die Karte so einmal abgeflogen bin, war alles da. Das wäre natürlich jetzt sehr peinlich, ne? Guten Wenn das Tag. jetzt nicht mehr so wäre. Guten Tag. Das kannst du dir nicht ausdenken. So. Ja, wir stehen hier ein bisschen im Weg, nicht wahr? So. Minus 0,40. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Oh Gott, ist er laut. Eieiei. Hihi. Ach so, ja, Hilfshalle wäre eine Idee, ne? Ich weiß nur, dass wir hier rechts müssen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Oh, die Ansagen sind natürlich auch cool. Da guckt ein Stück Gehweg raus. Frechheit. Ja, ich freue mich irgendwie, dass ich das jetzt hier zum Laufen gekriegt habe. Also, ja, ich erzähle die Geschichte, sonst habe ich nichts zu erzählen. Also, ich habe die Map eigentlich nur hinbekommen aufgrund eines Backups auf meinem alten Laptop. Weil da habe ich mir die Karte mal runtergeladen gehabt, aber halt nicht alles, was man brauchte. Beziehungsweise braucht. Und dann musste ich mir halt irgendwie alle Objekte selbst zusammensuchen. Das habe ich auch hinbekommen. Wobei, also laut Map Tools und Blue Sky fehlen immer noch zwei Objekte, aber das scheint irgendwie nicht zu stören. Keine Ahnung, was da so ist, aber will die mit? Nö, wir sind nicht gut. Aber wir sind viel zu früh. Ja, wir spulen kurz vor, kein Bock zu warten. So, falls jetzt einer kommt, hat er Pech. Ja, und dann habe ich halt eben die Dateien alles so irgendwie runtergeladen. Ich war in tschechischen Omsi-Foren unterwegs, in polnischen Omsi-Foren. Ich war wirklich überall. Ich habe ja eigentlich Vorfahrt, ne? Ja, habe ich. Ja, also war sehr lustig, meine Reise. Hierhin, ne? Und ja. Also man kann mir doch nicht erzählen, dass das eine Sololinie ist. Wenn dann hier solche Massen ankommen. Wie soll denn das passen? Bei aller Liebe, also. Wo kommen wir denn da hin? Moin, moin. Ach du Scheiße. Das passt doch nicht. Moin. Guten
Guten Tag, ich hätte gerne einmal Brustbereich. Ja, ich war übrigens zu faul, hier die Höhe anzupassen. Moin. Deshalb sitze ich eigentlich hier nur tiefer und da sitze ich viel zu hoch. Guck mal, die passen doch schon alle gar nicht. Guten Tag. Das kann mir keiner erzählen. Einzelfahrt, Gesamtbereich. Gesamtbereich für 3,70. Oh Gott, wie putzig. Guten Tag. Einmal Nahbereich. Nahbereich. Ja, und dann konnte ich halt alles so nacheinander irgendwie mir zusammensuchen. Bis es jetzt halt funktioniert hat. Also bis zumindest alle wichtigen Objekte halt da sind. Dementsprechend kann ich auch leider kein Tutorial machen, wie man das jetzt installiert, weil es ist halt eine Datei, die jetzt nicht mehr zum Download steht und es ist halt nicht erlaubt, die dann weiterzugeben. Deshalb, ja. Ne? Also bitte frag mich nicht, ob ich ein Tutorial machen kann, wie man die installieren kann. Also irgendwie schalten hat auch keinen Bock. So, hier ist rechts vor links. Aber es begreift die OMSI-KI auch nicht. Ja, und nu? Er hat Vorfahrt hier. Er da. Na endlich. Irgendwas wollte ich euch gerade immer noch. Ach ja, hier. Keine Ahnung, was mit der Grastextur passiert ist. So, die fahren nicht. Das ist mir so egal. Keine Ahnung, was hier mit der Grastextur passiert ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah ja, und hier, das ist auch. Das war das Einzige, was mir aufgefallen ist, was nicht funktioniert. So, ich habe Vorfahrt eigentlich, ne? Ja. Keine Ahnung, was das genau ist. Aber, ja. Scheint OMSI nicht zu stören, also. Texturen sind halt nur weiß davon, aber mein Gott. Die fahren auch wirklich punktgenau 30, ne? Auf den Punkt. So, die fahren nicht schneller als 30, der fährt Punkt. Also, ja, egal. Ja, übrigens, Omni Navigation habe ich nicht zum Laufen gekriegt. Einfach aus dem Grund, weil ich zu faul war, hier so eine Roadmap zu erstellen, wie auch immer das heißt. Da war ich halt einfach zu faul für. Deshalb fahren wir mit Hilfsfallen. Ja, das Lustige war auch, ich musste mir eine andere Map runterladen, weil irgendwie ein Standard-OMSI-Ding nicht mehr da war, wo es sein soll. Und dann habe ich mir eine andere Karte runtergeladen, irgendwie Landkreis Rillingen oder sowas, und da war die Datei dann drin. Gut, ist ja gemeingefährlich. Da hätte ich jetzt eigentlich einen Unfall gebaut. Und ja, übrigens, wir fahren mit realistischem Wetter, ja, also Hamburger Wetter, ne, hier. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich das eher ein bisschen anders, also da ist eher so grau, aber gut. So, hier war 30 auch vorbei. Ja, hier keine Ahnung, warum die Lampen so blöd aufploppen. Sieht auf jeden Fall sehr hässlich aus. Also der Mapbau an sich ist ja sehr schön, aber das halt nicht. Okay, ich dachte. Ja, das passt nicht. Das ist doch keine Solo-Buslinie. Guckt euch das doch an. Also bei aller Liebe. Und ja, dass er hier auf 20 geht, das habe ich immer mit dem Teil. Guck. Und eigentlich stehe ich nur auf dem Gas. Und manchmal tippe ich das Gas auch nur leicht an. Und dann macht er das. Falls er jemand eine Ahnung hat, wie man das mit dem G29 besser hinkriegt. Also Logitech G29, wir sind da vorne los. Dann, ja, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und ja, was ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen möchte, ihr könnt ja sehr gerne mal auf dem Kanal meines Minecraft-Servers vorbeigucken. Der hat nämlich jetzt auch einen YouTube-Kanal. Wer könnte den wohl betreiben? Ah, passt nicht. Gut. Das finde ich auch komisch, ist mir vorhin auch aufgefallen. Hier steht Hans Davidsring mit V, aber hier mit W. Und da auch mit W. So, dann müssen wir hier mal ganz kurz überholen. Ja, klar.
Und nu? So, hat niemand gesehen. Ne, immer Augen, wie hieß das, Augen zu und nix sehen, ne? Finde ich auch, ja, genau. Oh, du Tussel da, Alter. Ich baue auch übrigens gerade, ja, ich hab, vielleicht habt ihr es auch auf Instagram gesehen. Ich bin mal im Blender unterwegs gewesen und hab dort einen Blitzer gebaut, ja. Also einen Blitzeranhänger, der aber nicht funktioniert. Also er ist halt nur weiß, aber die Form steht, ne? Aber ja. Falls sich damit auch jemand auskennt, gerne in die Kommentare schreiben. Die Mauer sieht auch cool aus da rechts. Das muss ich mir merken. Also dieses Small Trees Add-on hier mit den Blumen, das hätte ich echt mal früher finden sollen. Weil ich finde, die sehen so schön aus. Die Blümchen hier. Die Blümchen. Voila, die Blümchen. Das, ja. Ja, um nochmal auf den Livestream da zu kommen, der am, also morgen eigentlich kommen sollte, aber nicht mehr kommt. Halicon hat die C2 Stadtbusfamilie mal wieder um über einen Monat verschoben. Auf den 31.05. Keine Ahnung warum. Das Lustige war vor 2 Jahren. Er hat die Rufdatei nicht. Oh, hier ist rechts vor links. Was? Ich habe nichts gesehen. Nee, also vor 2 Jahren stand da nämlich schon, ja, geht jetzt in Beta-Phase ein. Ja, cool, aber was bringt mir das, wenn das eh nicht rauskommt? Also, ne? Bei aller Liebe, also. Das bringt mir dann auch nichts. Buschragbaustraße. Hätte ich hier mitgenommen. Das sieht gar nicht gut aus. Den hätte ich voll mitgenommen. Aber die Performance hier ist sehr gut, muss man ja mal so sagen. Also. Das sieht auch komisch aus. Hier sind diese schwarzen neuen Ampeln aus Hamburg und da dran sind diese grünen Ampeln aus Hamburg, aber ne? Wisst ihr, was ich meine? Also die Farbkombi passt nicht. Miau. Ja, mir geht's gut. Dann ja, habe ich dann erst überlegt, ob ich dann Minecraft-Stream mache. Auf mein, also auf, ne, auf meinem Minecraft-Server. Was heißt auf meinem? Also, ne? Halt da, wo ich Serverleitung bin. Auf dem News-Server. Ja, ich weiß nicht, ob das morgen was wird. Also, muss ich mal schauen. Mal überlegen, ne? So, was ist das hier eigentlich? Tankinhalt, stimmt das? Oh, tatsächlich. 98%, stimmt. Krass. Ja, mit der Sitzposition bin ich noch überhaupt nicht zufrieden. Also, dass ich hier das noch halb sehe, das geht gar nicht. Aber ich habe ja, also da habe ich ja halt die Tiefe angepasst. Und ich habe gesehen, dass Darius die Sitz, also die Höhe oder die Größe des Busfahrers auf 1,96 Meter gestellt hat. Also wenn ich es realistisch machen würde, dann würde ich unterm Lenkrad sitzen. Also, ja, ich habe ja, also ja, ich bin sehr klein. Sehr, sehr klein. Ganz klein. Also, ne? Ganz, ganz klein. Oh, passt nicht. Der passt nicht. Sorry. Hier ist Buschspur, habe ich gehört, ne? Hallo! Rechts vor links. Ah, okay. Ich war
gerade leicht verwirrt, weil hier weißt du, wie ich das meine, Alter? Ich habe zu viel Hand of Blood geguckt, sorry. So, weiter geht's. Ihr habt Vorfahrt. Wie viel rechts von links ist hier eigentlich? Ja, den habe ich nicht gesehen. Ne? Den habe ich nicht gesehen. Oi. Rote Stäbe. S-Bahn Heimfeld. Übergang zu den S-Bahn-Linien S3 und S31. Ja, sie scheinen es ja nicht zu begreifen, ne? So, du darfst auch noch fahren, Kollege. Will er nicht, weil da einer kommt. Gut, dann nicht. Habe jetzt auch schon echt viele durchgelassen. Ich meine, musste ich ja, weil es ja rechts vor liegen so war. Tür gehst du auf, danke. Moin. Na, jetzt wird doch rot, Junge. Ja, glaubt man's denn? Na, so ein Scheiß. Was kommt dann? Kasernenstraße. Dann sind wir auch schon fast da. Na, das hier ist auch noch so ein komischer Bug, den ich hier irgendwie... Ja. Irgendwas habe ich hier wohl falsch eingefügt. Aber ich meine, die Sachen stimmen eh nicht. Aber so, sag mal hier, wie lange ist denn hier rot? Na, geht doch. Na, endlich. Ist schon ganz süß gemacht, so, ne? Ach du Scheiße. Ai. Achso, da kommt gerade niemand. Ich bin hinten auf den Kantstein gefahren. Oh no. Bin ich noch richtig? Hoffe ich. Ich fahr super. Bisschen Verspätung rausfahren. Davon schon mal was gehört? Nee, ne? Merkt man. Komm, fahr rüber, bitte. Das ist noch gelb. Das war noch gelb. Da kann mir niemand was sagen. Ups, Spiegel weg. Also das war noch gelb. Seh nicht ein. Das war noch gelb. Ja, das war eigentlich voll rot, aber egal. Moin, die Damen und die Herren. Also ich glaube, wenn man hier mit dem Gelenkbus langfährt, macht das nur mehr Spaß, weil ganz ehrlich, in welcher Welt passt denn das? In einen Solo-Bus, ja. Also da kann mir niemand erzählen. Gesamtbereich. Nahbereich. Oh, passt nicht. Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. So, Klimaanlage an. Taxi, lässt du mich raus? Das ist freundlich. Vielen Dank. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr die Ansagen hört. Aber ich denke schon. Falls nicht, dann habe ich es zu spät gemerkt. Aber die Ansagen sind auf jeden Fall sehr schön. Sehr hamburgerisch. Es ist halt diese Hamburger Ansagenstimme und so. Das
So, hier passen wir locker vorbei. Und dann müssen wir hier links, wenn mich nicht alles täuscht, genau. King. So, wir müssen noch so stehen, dass wir die Ampel sehen im Notfall. Sie ist noch grün. Dann können wir noch rüber. Okay. Was bremst ihr denn hier? Nur weil hier eine Kurve ist, Alter? Da kannst du doch durchheizen. Also ehrlich. Oder nur weil er so einen Sprinter hat. Sprinter. Sprinner, was? Spinner, was? Moinsen, alle zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Oh, jetzt bimmelt hier diese dumme Kirche, oder? Also in Omsi zumindest. Ich weiß nicht, ob man die hört. Falls nicht, seid froh. Moin, moin. Ja, den Großbereich, fahr, bitte. Bitte. Einzelfahrt, Gesamtbereich, einmal. Einmal, nicht zweimal? Also nur einmal, also... Okay, ich bin ruhig. Ich bin einfach nur ruhig. Bitte. Harburger Ring. Harburger Ring. Ja, falls ich irgendwelche Leute aus Hamburg-Harburg habe, stimmt das? Also ist der Kürzel für Harburg BAH? Bahnhof Harburg BAH? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, falls ich irgendwie einen Zuschauer von da habe. Wobei, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt irgendeinen Hamburger Zuschauer? Also außer jetzt Leute, die ich halt kenne. Ich weiß das gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall einen aus Berlin und irgendwie einen aus Bonn da, die Ecke. Berlin, Grüße gehen an der Stelle raus an... Wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Bitte einmal also falls diese Person gerade zuguckt, fühle dich gegrüßt. Ja, danke. Das war einer zu viel. Danke. Oh. Oh. Zu viel Geld. Oh. Kann schreien. Ah. Haltestelle. Moorstraße. Mal wieder rot, welche Überraschung. Oh, grün. Ich nehme alles zurück. Ich habe nie was gesagt. Oder habt ihr irgendwas mitbekommen? Nee, das wird nichts. So ein Scheiß. Ja, ich bin auch übrigens leicht angeschlagen. Vielleicht hört man das. Aber... Also ich hoffe, es ist nicht weiter schlimm. Also falls es Corona ist, dann habe ich ein Problem. Aber ich meine, dann hätte ich Corona schon seit 3,5 Wochen. Weil seit 3,5 Wochen bin ich eigentlich leicht angeschlagen. Also ich habe hin und wieder Kopfschmerzen und ja, Schnupfen so ganz leicht. Also Nase ist halt sehr oft zu. Ich hätte gerne einmal Parkbereich. Und ja. Will Manni auch noch mit oder ist er gerade ausgestiegen? Manni ist gerade ausgestiegen. Gut. Dann sind wir aber noch 2 Minuten zu früh.
Bitte schließen Sie die zweite Tür, danke. Danke. So, und dann sind wir gleich schon am Bahnhof Harburg. Geradeaus. Zu den S-Bahn-Linien S3. Wobei, guck mal, hier steht Bus. Zum Regional- und Fernverkehr. Endet dort. Bitte alle aussteigen. Ja, wir fahren hier. Wird schon richtig sein. Rechts rum oder hier durch? Ne, Ausstieg. Warte, dann müssen wir hier durch. So. Zack. Oh, das ist nicht gut. So. Bitte verlassen Sie den Bus. An der Stelle gibt es mal ganz kurz ein Thumbnail, ja. So. Weil ich überlege gerade, ob ich das... Ja, ich mache so, weil dann kommt die Sonne noch. Da. Schön. Das musste sein. So, Bahnhof Harburg. Ja, wo müssen wir denn jetzt hier Pause machen? Hier oder da vorne einmal rum? Ich meine, hier steht ja auch leider nichts. Ich fahre mal einmal rum. AKA, nee. Ich will hier nicht zum Krankenhaus wieder. Ich fahre mal hier rum. Dann gucken wir mal. Ich fahre. Hier ist der Entry Point meines Wissens nach. Stimmen wir mal hier hin. Ist das richtig? Ja. Perfekt. Hans-Lewitz-Ring. Jo. Nee, machen wir nicht. Ja. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge von Um Sie 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, guckt euch auch gerne meine anderen Videos an. Und wenn euch die gefallen, dann könnt ihr auch sehr gerne ein Abo dalassen. Und guckt auch gerne Instagram und Discord und Twitch und sowas. Alles in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.